Hallo, ich bin Andreas und heute wollte ich euch mal ein paar Tipps und Einstellungshinweise geben von der Camper Pickup im Feld. Bevor wir überhaupt irgendwo hier vorne an der Pickup was machen, an der Pickup Unit oder an der Schnecke, und wir haben den Rollenniederhalter oben, gehen wir hin und sichern als erstes an diesem Ventil immer den Rollenniederhalter, dass man da auch mit sicherem Gewissen drunter stehen kann. Hier haben wir jetzt viel Gras, was im Schwad liegen geblieben ist. Das hängt halt damit zusammen, dass die Schützräder nicht gut eingestellt waren und viel zu hoch eingestellt waren. Die stelle ich links und rechts über dieses Tastrad ein, über diesen Bolzen. Hier ist eine Skala, wo ich sehen kann, welche Höhe ich eingestellt habe. Wichtig ist halt, dass man auf beide Seiten die gleiche Höhe eingestellt hat. Die Höhe von den Zinken zum Boden sollte ungefähr 5 cm betragen. Wenn ich das zu hoch eingestellt habe, lässt ja halt was liegen, so wie in diesem Fall. Und wenn es zu tief ist, bringt er halt zu viel Dreck mit ins Futter. Jetzt sieht man, dass die Einstellung optimal ist. So, das dritte Tastrad habe ich hier unten drunter und das sollte ich in einer ebenen Fläche immer ca. 50 mm über den Boden laufen lassen, dass das Rad nicht mitrollt in der ebenen Fläche. Das dritte Tastrad ist eigentlich dafür da, für Senken und wo ich die Pickup dann ein bisschen mehr führen kann. Wenn Sie das Problem haben, dass sich die Querförderschnecke in der Mitte wickelt, dann können Sie hingehen, wenn noch diese verzinkten Leisten montiert sind, ich nehme mal diesen Fisch weg, die können Sie komplett wegnehmen mit drei Schrauben, weil eigentlich sollte man im ersten Schnitt, gerade wenn viel Masse da ist, diese verzinkten Bleche eh runterschrauben. Die können mal hilfreich sein, wenn ich in den späteren Schnitten bin oder im dritten, vierten Schnitt oder zum Herbst hin, dann können die schon mal sein, dass man die wieder montieren muss, weil es sonst auch wieder stockt. Wenn Sie das Problem haben, dass sich hier vorne vor dem Rollenniederhalter etwas schiebt oder es baut sich auf, dann liegt das vermutlich an der falschen Einstellung des Rollenniederhalters. Dafür muss man diesen Anschlag einstellen. Da gehe ich hin, löse die beiden Schrauben. Dann ziehe ich den Anschlag hoch. Jetzt habe ich den komplett angehoben, also höher geht der Rollenniederhalter nicht. Und dazwischen kann ich halt meine Höhe auswählen. So, diese Einstellung von dem Rollenniederhalter ist jetzt viel zu hoch, da die Rolle jetzt gar keine Funktion hat, weil die gar nicht mitdreht und die das Schwad nicht schön runterdrückt und ein bisschen auseinanderdrückt. So, jetzt haben wir den Anschlag nochmal eingestellt und jetzt sieht das wirklich gut aus. Wichtig ist, dass die Rolle halt sich immer dreht, wenn die auf dem Schwad liegt. Die Einstellung der Zinken ist auch sehr wichtig, weil wenn ich die Einstellung zu tief habe, kann das natürlich auch den Gutfluss beeinflussen. Deshalb sollte ich die Einstellung immer wieder mal überprüfen. Und die Einstellung sollte so sein, dass die Zinken parallel zu den Leitblechen laufen. Ungefähr so soll es aussehen. So, das Maß der Querförderschnecke hier ist auch einzustellen. Das kann man hinten hinter der Pickup an den Anschlägen mit Ausgleichsscheiben einstellen. Diese Info finden Sie auch in der Betriebsanleitung. Wenn Sie die Betriebsanleitung nicht zur Hand haben, dann können Sie auch über diesen QR-Code mit einem Smartphone den Code scannen. Dann kommen Sie auf die Camper Plus-Seite, wo Sie Betriebsanleitung und ähnliche Infos finden.